Das ist ein Patisson-Kürbis. Ich vermute mal, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ja, ein UFO-Kürbis auch genannt, weil er diese besondere Form hat. Im Inneren sieht er so aus. Man kann die Schale mitessen, ist aber nicht besonders lange lagerbar. Ich habe diesen geschenkt bekommen und wir werden mal versuchen, ihn selbst zu züchten, indem wir hier die Kerne rausholen. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr mal auf unserem Kanal vorbeischauen, denn da werden wir natürlich zeigen, wie man diesen Patisson-Kürbis anbauen kann. Wenn ihr ihn schon kennt, dann schreibt's mal unten in den Kommentaren, wie er euch schmeckt und so weiter.